Finale begrüßen zu dürfen und rasten aus für die letzte Teilnehmerin, für die Finalistin Özge Chakir Bey. Okay, ich hab's geschafft. Ja, mein Text heißt Lizzie. Draußen verdeckt der künstlich braune Matsch die Straßen. In der Ferne hört man noch die letzten Schreie. Explosionen anbei. Kinder rennen auf der Straße, manch einer schreit noch allerlei Quatsch. Ein Nachhall der gestrigen Nacht, denn gestern Nacht feierten, tanzten, schreiten, lachten und schmissen Millionen von Menschen. Für Millionen von Menschen. Millionen in die Luft. 120, um ganz genau zu sein. Und fühlte sich das auch nur für einen Moment verkehrt an, so werden die bunten Adern, lauten Schläge, wilden Muster neuer Feuerwerkskörper am Himmelzelt. Im kalten Schneeregen. Alles wettgemacht, die Gemüter glücklich gestimmt und das neue Jahr würdig willkommen geheißen haben. Die zermatschten Feuerwerkskörper an diesem Morgen mit den gleichen sorgenvollen Gesichtern von gestern zu sehen, ist nur ein kleiner Trost am Rande. Also sitzt sie mittlerweile am Fenster und schaut zu, wie der Abdruck ihrer Hand verschwindet. Verschwindet, als ob er nie da gewesen wäre und eine leere, unsichtbare Fläche hinterlässt. Ihr schwerer Atem beschlägt das Fenster, wobei Teile des Handabdrucks wieder aufleben. Sie findet sich im Fensterspiegel zustimmend nickend vor. Nur wenn etwas nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Lizzie denkt viel, oft, immer zu oft, immer und am liebsten wünschte sie sich eine Superkraft, um sich hinzustellen und nicht zu denken, ins Gras zu legen, verträumt und verwegen, Wolken zu jagen mit Falkenaugen, die die Wolkenmassen mit bekannten Figuren verzahnen. Ein Löwe, ein Drache, ein Schwein, ein Hund, Kondome, Bananen, ein küssender Mund. Was, Moment, einen Augenblick, des Falken Augenblick findet, wirbelnde, zwirbelnde, schwingende Wolken aus Löwen werden Stiefeln, aus Bananen werden Wolken. Genau das würde Lizzie am liebsten tun. Wolken gucken und nicht denken, da bleiben, wo sie gerade ist, nicht abschweifen, nicht eine, zwei oder drei Stationen zu weit fahren. Aber Lizzie denkt, und heute ist Neujahr. Und sie denkt, dass ihr Herz noch dieses Jahr ca. 42.536.000 Mal schlagen wird. Dass sie sich auch dieses Jahr ca. 346.265 Mal nicht wagen wird, das zu sagen, was sie wirklich gedacht hat. Sie wird Ja sagen und den Kopf schütteln, weil sie eigentlich Nein meint. Und scheint mal alles in Ordnung zu sein, wird sie lauschen. Der Welt. Und die sich darin befindenden dunklen Ziffern, die umrandet von Blechschimmel unter freiem Himmel vor dem Nicht stehen, dennoch gläubig hocken, kniend mit ausgestreckten Armen betend an Shiva, Gott oder Yahweh wenden. Sie wird Rotweinexperten lauschen, die in ihren berauschenden Wohnsitzen mit Sitzkissen aus Ghana gerade mal neu erworbenen Kleidern aus Kindeshand den Kleiderschrank schmücken und verzückt von ihrem Urlaub berichten, mitnichten nicht vergessen zu erwähnen, das Leid der Kinder, Länder und Bewohner gesichtet und als wahrlich ungerecht befunden zu haben. Sie wird Feuerwerkskörpern lauschen und dabei wie 120 Millionen Euro und somit Schulplätze, Essen, Menschen zu Staub fallen. Denn wenn man die Ohren spitzt, hört man, wie Menschen zu Staub fallen. Und obwohl sie das hört, wird sie sich 675.977 Mal zu lange mit den falschen Fragen aufhalten. Ist die WhatsApp-Nachricht in Ordnung? Zu viel Text, zu wenig, sitzt der Smiley? Wann putze ich die Fenster? Siezen oder duzen? Schlucke ich zu laut? Welches Shampoo? Welches gottverdammte Verhaltensmuster, um alles richtig zu machen? Um ja nicht niemandem auf dem Schlips zu treten, um Anerkennung, Wertschätzung, Liebe und Respekt zu erlangen? Wie soll ich sein? Was soll ich sagen? Sieht man den Pickel? Wein oder Wodka? Offene Beziehung? Ja!
Lizzie denkt viel, oft, immer, zu oft, immer und am liebsten wünschte sie sich eine Superkraft, die ihr sagt, was das Leben lebenswert macht, wann das Denken angebracht oder verkehrt ist, wann man rennen oder bleiben, wann man sprechen oder schweigen sollte, wann man Notlügen erfinden darf, weil es besser ist. Es gibt Bücher für das Selbstwertgefühl, Tipps gegen Bindungsängste, Statistiken über die dunkle Ziffer, den Jakobsweg für die Reise zu einem Selbst, die Vogue, die Bild, die Brit, Igitt, wann kommt man an, wenn Ängste und Sorgen, Bedenken und Optionen die Welt regieren. Scheiß auf die Welt, ein Selbst regieren. Lizzie denkt viel, oft, immer, zu oft, immer, aber sie macht nichts, schafft nicht, die Tür aufzumachen und loszulegen. Dabei weiß sie doch so viel. Sie denkt ja genug. Sie weiß, dass mehr als 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt leben, davon 2,5 Milliarden in Armut, in absoluter Armut. Sie weiß, dass sie manchmal auf Kunstveranstaltungen geht, wo ein oder zwei Künstler dieses Thema anschneiden und wo mindestens eine Person mit den Augen rollt, innerlich oder äußerlich, weil sie von dem Thema genervt ist. Sie weiß, dass sie sich oft nicht so verhält, wie sie es will. Ja, warum eigentlich nicht? Denn am liebsten würde sie sich zu diesen Menschen hinüberbeugen und flüstern. Steh auf, wenn du jetzt in diesem Moment dein Wahlrecht aufgeben würdest. Steh auf, wenn du lieber in Syrien geboren wärst als in Deutschland. Steh auf, wenn du deinem eigenen Kind wünschen würdest, in eine Fabrikhalle zu gehen, damit andere Kinder mit schönen Klamotten in die Schule gehen können. Und jetzt steh auf, wenn du dich in einer dieser Situationen befinden und dir nicht wünschen würdest, dass sich Menschen auf Bühnen, in Zeitungen, im Fernsehen, in Organisationen für dich einsetzen und es zumindest versuchen würden, etwas zu verändern. Niemand würde aufstehen, weil niemand sich das selber wünscht. Und jetzt, Lizzie sitzt immer noch am Fenster und schaut den Resten zermatschter Feuerwerkskörper zu. Dabei weiß sie doch so viel, denkt sie doch so viel, liest, hört sie doch so viel, es stört sie doch so viel, oft, immer, zu oft, immer. Und jetzt, Lizzie steht auf. Und jetzt? Özge, Chucky Bey. Und ein letztes Mal brauchen wir unsere Punkte-Jury.